kam, wie man es erwartet hatte. Die Seahawks feuerten Running Back Sean Alexander. Nur 26 Monate, nachdem er einen 62-Millionen-Dollar-Vertrag in Seattle unterschrieben hatte, ist er dort Geschichte. Wundern wird es keinen, denn seine Einsatzbereitschaft hatte nach mehreren Verletzungen stark nachgelassen. In der Saison 2005 war er der wertvollste Spieler der NFL, jetzt ist er ein Arbeitssuchender. Bengals Head Coach Marvin Lewis hat ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Chad Johnson sollte sein Versprechen wahrmachen und die kommende Saison aussetzen, meinte er. Der Club hat ein Angebot der Redskins abgeschlagen, die zwei hohe Wahlmöglichkeiten für Johnson an die Bengals abgeben wollten. Das zeigt, dass die Chefs des Teams stur bleiben und Johnson wirklich nicht gehen lassen wollen. So viel Dummheit könnte bestraft werden. In den Club der unzufriedenen Wide Receiver ist jetzt auch Anquan Boldin eingetreten. Er will weg von den Cardinals, darüber hat er Head Coach Ken Wisenhunt informiert. Der Club will ihn nicht ziehen lassen, hat aber in Aussicht gestellt, einen neuen Vertrag mit ihm zu verhandeln. Boldin wird in dieser Saison 2,5 Millionen Dollar verdienen und 2,75 Millionen Dollar in der nächsten. Unter Tränen gab Mike Rucker seinen Rücktritt vom Football bekannt. Der Defensive End der Panthers war einer der beliebtesten Spieler des Teams. Mehr als zwei Dutzend seiner momentanen und ehemaligen Teamkollegen waren bei der Pressekonferenz anwesend und seine Frau verteilte Taschentücher, um die Tränchen wegzuwischen. Die Chiefs gaben Defensive End Jared Allen an die Vikings ab. Dafür bekommen sie von Minnesota deren Wahlmöglichkeit in der ersten Runde und zwei Wahlmöglichkeiten in der dritten Runde der kommenden Draft. Die erste Wahl in der kommenden Draft haben die Dolphins. Sie werden Offensive Tackle Jake Long einberufen. Long ist den Dolphins 57,5 Millionen Dollar für 5 Jahre und 30 Millionen sofort wert. Zuvor haben sie allerdings noch versucht, ihn zu einem anderen Team gegen eine gute Kompensation abzugeben. Leider fand sich kein Abnehmer. Durch die frühe Vertragsunterzeichnung haben die Dolphins wenigstens keinen Streik ihrer Nummer 1 zu befürchten. Und all diese Nachrichten gibt es zum Nachlesen auf www.win-football.de. Bis zum nächsten Mal.